Es liegt an uns, ob wir gesund werden möchten. Allah gibt uns die Medizin, er gibt uns die Möglichkeit. Er zwingt uns nicht, dafür haben wir unseren freien Willen. Aber wir haben die Möglichkeit. Und später, wenn wir vor unserem großen Arzt stehen werden, vor Allah subhanallah, der uns die beste Medizin gegeben hat, und Allah fragt uns, warum hast du meine Medizin nicht eingenommen, was werden wir sagen? Was ist, wenn ich 3 Tage später zum Doktor gehe und sage, also Doktor, schau mal, was du mir verschrieben hast, hilft gar nichts. Ich bin jetzt noch schlimmer wie vorher. Und dann fragt der Doktor, ja, was haben sie denn gemacht? Haben sie hingelegt? Ja, was hingelegt? Die Haufen Filme musst du doch sehen. Ich kann doch meine MSN-Kontakte nicht einfach ruhen lassen. Und ich musste doch Wochen in Disco gehen, ich muss mich doch zeigen, dass ich noch lebe. Ja, dann sagt der Doktor, da sucht er einen anderen Arzt. Weil auf meine Ratschläge willst du nicht hören. Ich sag, was soll ich dir verschreiben, wenn du nicht das machst? Denn die Tabletten allein oder der Saft allein machen es ja auch nicht. Der Körper braucht dazu noch was anderes, zum Beispiel Ruhe, sich hinzulegen, dass die Medizin gut wirken kann, gut verarbeitet werden kann. Was werden wir später Allah subhanallah sagen? Was werden wir Allah subhanallah sagen dann, wenn wir vor ihm stehen werden? Und er sagt, war der Koran neben der Rechtleitung nicht auch eine Medizin für euch, für dich? Wie hast du sie angewandt? Dann stehe ich da und weiß nicht mehr weiter. Und dann werden wir vielleicht den einen sehen, den wir auch kannten, und sehen ihn auf einmal am nächsten Tag vielleicht mit sowas wie mit einem Licht. Der womit ein Licht an uns vorbeigeht und wir uns wünschen und sagen, wie kommt er zum Licht, gib uns etwas ab, und er sagt, warum hast du das Licht nicht auf diese Welt gesucht? Warum suchst du es jetzt an? Jetzt ist das Licht schon verteilt. Jetzt kannst du kein Licht bekommen. Das hättest du auf der Erde dir erwirtschaften müssen. Und das wäre ihm dann sehr traurig, dieser Fall. Es liegt also an uns. Und eins, die wichtige Medizin, was uns hier jetzt betrifft. Denn das andere von Medizin, das lernen wir mit der Zeit, wenn man so mit aufpasst. Aber eins von wichtiger Medizin, lasst euch diesen Ratschlag geben, ist das Treffen und das Zusammenkommen als Muslime. Als Muslime. Allah subhanallah hat uns einen Stempel aufgedrückt, dass wir zum Beispiel alle gleich beten sollen. Du findest keinen Moslem, der anders betet. Er steht, beugt sich, wirft sich nieder. Machen alle Muslime, ob die Japaner es machen, die Chinesen, die Deutschen, die Araber, alle Muslime machen das gleich. Alle Muslime einmal in ihr Leben pilgern irgendwo hin nach Mekka. Sie pilgern nicht woanders hin, wenn sie die Muslime sind. Wir haben schon etwas Gleiches. Und wir sollen auch das Gleiche suchen und das Gleiche bewahren. Und das, ein Mittel dagegen nicht zu verfallen, ist, dass wir täglich, oder zumindest die, die es können, sich täglich aufsuchen und Kraft schöpfen. Denn in eurer Arbeit, in eurer Schule oder in eurem Freizeitvertreib, da ist es sehr schwer, den Iman aufrechtzuerhalten. Da haben wir große Probleme. Und also diejenigen, die immer meinen, sie haben viel nicht nötig, sie schaffen es schon, es ist sehr traurig. Es ist sehr traurig, da sind heute welche oben beim Fußball hocken geblieben, die eigentlich sonst keine schlechten Muslime sind. Es ist eine Frage der Zeit, wann sie wohl gar nicht mehr in Moschee kommen. Aber wem wollen sie später die Schuld geben? Am Anfang haben sie die Moschee aufgesucht zum Sohbet, zum Gebet, jetzt suchen sie die Moschee zum Gebet, zum Fußball auf, später nur noch zum Fußball und später zu gar nichts mehr. Weil sie die Atmosphäre hier beim Fußballschauen nicht haben, weil das Drum, Schreierei, alles hier nicht so aktiv ist, wie in diesen Cafés, wo man auch Fußball schaut, da werden sie dorthin gehen. Und dann kommt das, was sie da abgenommen haben, kommt auf der anderen Seite dazu. Zum Café, das Schrein, kommt dann vielleicht Alkoholgenuss, kommt vielleicht dann die Mädchen dazu, das Gebet lassen und alles. Und das ist dann die Konsequenz, die man hat. Es liegt also an uns, was wir daraus machen. Wenn wir meinen, wir haben es nicht nötig, bitte bleibt daheim vor MSN oder vom Fernsehen oder geiert mit irgendwelchen anderen Leuten rum. Wenn ihr meint, wir haben es nicht nötig, macht das. Aber wundert euch nicht, wenn ihr immer schwächer werdet. Und dann stellt euch mal die Frage, wie kam es dazu, dass ihr schwach geworden seid? Wie kam es dazu, dass ihr zu nichts mehr Lust habt? Sucht am besten mal die Antworten in euch selber drinnen. Und nicht immer alles auf den Scheitern schieben. Denn der Scheitern, der hockt sich scheinbar in seinen Ruhesessel und wartet, bis man wieder mal islamisch aktiv wird. Und dabei lacht er einfach nur. Und sagt, ich verdiene mein Geld zurzeit umsonst, weil ich muss mich bei denen nicht anstrengen. Das A und O heute, wo die meisten Probleme haben, ist die Gesellschaft. Ist das Zusammenkommen zwischen Muslimen und Nicht-Muslimen. Und aus dem ziehe ich meine Stärke heraus oder ziehe ich meine Schwäche heraus. Und das soll uns mal bewusst sein. Bewusst für uns, wo wir unsere Stärke finden, was Medizin bedeutet für uns.
Was es für uns heißt, ich möchte Moslem sein? Was es für uns heißt, ich möchte Paradies kommen? Oder was es heißen mag, ich möchte die Belohnung kriegen von Allah, wie Huri jetzt oder sonstiges? Was es ist? Wenn man sich was vorstellt, wenn man sich was wünscht, dann fällt es leichter. Wenn man sich lachhaft drüber über Dinge macht, dann fällt es einem schwerer. Und so sind wir selber schuld. Wir sind selber schuld an dem schwachen Zustand, in dem wir uns befinden. Kommt keiner in ein paar Jahren daher und beklagt sich über sonstiges. Wir sind immer selber schuld an dem Zustand, in dem wir uns gerade befinden. Der eine mit seinen 5-täglichen Gebete, der eine mit seinen 2-täglichen Gebete oder der andere, wo überhaupt nicht betet. Wir sind alle selber schuld in dem Zustand, wo wir uns befinden. Und wenn wir die Medizin ablehnen, die uns Allah gibt, wenn wir krank sind, stattdessen bietet uns der Shaitan die Medizin an. Er hat nämlich auch Medizin, eine andere Medizin, indem wir nicht mehr versuchen, auf den Weg zurückzukommen. Das ist seine Medizin und hat auch gute Mittel. Und die nehmen wir dann ein, diese Medizin. Was dazu führt, dass alles das, was uns irgendwie islamisch erscheint, dass wir diesen den Rücken kehren. Dass wir, das fängt schon damit an, dass wir diese Leute gar nicht mehr sehen möchten. Wenn wir sie auf der Straße blicken, gehen wir auf die andere Seite rüber. Das sind diese Auswirkungen, wo wir dann haben, die Medizin des Shaitans, die er uns gibt. Dass wir alles, was mit Islam zu tun hat, den Rücken kehren. Die Moschee den Rücken kehren, Sohbet den Rücken kehren. Vielleicht als Alibi, dass wir noch Moslems sind, Jumma Namas besuchen. Aber das war es dann wohl auch so. Auch schon. Das wären dann die Dinge, die daraus entstehen, wenn der Shaitan uns seine Medizin verabreicht. Wenn er uns das gibt. Also achtet drauf, welche Medizin ihr einnehmen wollt.